light. Light. Shadows and turn away the inky depths of the. Schön machst du das. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Folgendes haben wir noch im Offscreen gemacht. Wir haben so ein Ding mal, so ein Wasseraufbereiter oder was das sein soll, wieder mal gebaut. Wir haben Lämpchen gebaut, die wir, glaube ich, ein- und ausschalten können. Einmal innen und einmal draußen. Draußen lassen wir mal an. Und dann... Und, ja, genau. Und ich habe so einen Custom-Marker gemacht. Das ist ganz praktisch, weil dann kriegt man auf der Karte angezeigt, wo man hin will. Man muss natürlich den entsprechend beschriften. Heinrich, mach das mal. Den Marker jetzt? Genau, geh mal auf E. E. Such dir eine Farbe aus, die dir gefällt. Schwarz. Und dann kannst du zum Beispiel das Häuschen wählen. Das und auf Close gehen. Und wenn du jetzt auf deine Karte gehst... Sehe ich nichts. Aber auf jeden Fall... ja, gut. Allerdings, wenn du unterwegs bist, siehst du ja dann das... Das Haussymbol, das, ja? Genau. Also ich hoffe es. Also ich habe ja, das Haussymbol sehe ich. 6 Zentimeter ja, ich entfernt. Auch. Ja, habe ich auch. Was ich noch erzählen wollte, ich hatte ja letzte Folge irgendwann hier vorne quasi mein ganzes vergammeltes Fleisch rausgeschmissen. Dann ist mir Folgendes aufgefallen. Ich war quasi hier drin, mach die Tür auf und gucke, scheiße Ameise, mach die Tür wieder zu. Und hab gesehen, dass die Ameise an dem vergammelten Fleisch genagt hat. Und dann, als ich rausgegangen bin, war auch nur ein Stück von den dreien noch übrig. Das heißt, schmeißt nicht euer Abfall quasi vor eure Haustür, so wie ich. So, ich muss trinken. Ja, ich auch. Ich habe, was ich sehe, was du nicht siehst. Danke. Nice and clean. Hast du auch einen? Auch nicht. Ah, ich nehme hier Energy Drink. Yummy. Und wenn man eine Fackel hat, sollte man diese auch ausrüsten. So, da ist der Baum. Wir wollten einfach mal so zu einer Kamera laufen und die uns nochmal anschauen. In die Richtung scheint eine zu sein. Waren alle drei kaputt? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, aber wir waren, sind bisher nur auf eine draufgeklettert. Und eine ist ja kaputt gegangen, wo die Larven da oder was das für Viecher waren, die das Kabel kaputt gebissen haben. Genau. So, aber wir können ja da einfach mal hingehen. Das sieht nämlich so aus, als ob da was leuchtet. Jetzt sind es ja auch Nachbarshäuser, die leuchten, ne? Ab einer gewissen Uhrzeit gehen die Lichter aber aus. Hm, wo kommt man die Uhrzeit sehen? 1.45 Uhr. Es kann sein, dass die Nachbarn bald ins Bett gehen. Ich hab's irgendwo... Ameise! Ameise! Geh weg. Sei ein braves Maischen. Mist. Man kann werfen, das heißt aber nicht, dass ich's gut kann. My mom always says I light up a room. Da, genau, das sagt meine Mama auch immer. Irgendwie, nee. Da geht's so. Hä? Hä? Ah, jetzt gehen wir zur Kamera. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingelaufen bin, das war aber nicht die Kamera. Ah, jetzt gehen wir gerade direkt drauf zu. Ja, hier ist ein Stativ. Ah, ah. Milben! Ach, Milben waren das, genau. Mehrere. Oh. Maidfass! Wo? Kriegst du, wenn du die einsammelst. Na, wir brauchen aber nicht nur Maidfass, wir brauchen dieses Geinfass. Ja, aber Maidfass brauche ich, um mir einen Helm machen zu können. Davon hatten wir aber noch 6 Stück irgendwie im Schrank. Nee, hatten wir nicht. Wir sind irgendwie direkt unterm... Ah, hier ist das Kabel, da können wir hochklettern. Warte, was greift dir an? Oh, das Gras ist im Weg. Kackmilbe. Aua! Die Gras ist im Weg. Stimmt, Gras ist im Weg, darum kann man sich auch ducken. Oh, doch nicht. Der zweite stört auch noch, glaube ich. Ja, genau. Ich mache nochmal einen Probelauf. Jetzt sieht's gut aus, oder? Ja, man kommt vorbei, man kommt weiter.
Ich würde hier, auch wenn ich so klein wäre, nicht hier drauf laufen. Das sieht doch nicht so gut aus. Oh, schon wieder abgerutscht. Rutscht nicht ab. Ist rutschig. Ja, man hätte sich ja auch so ein Dings mitnehmen können. Das Kabel macht so einen Knick. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Muss es doch bestimmt anders weitergehen. Oh, ganz schlimm, ganz doof. Au. Tot? Nee, hab gar nicht so viel verloren. Ach. Schade, ich dachte, man könnte sich hier oben irgendwas Interessantes anschauen. Ja, man kommt, also kannst ja versuchen, in die Mitte zu springen und da weiterzukommen. Da ist ja so ein Gewinde gewesen oder so. Aber ich mach's jetzt nicht mehr, weil ich schon verwundet bin. Da komme ich doch nie rüber. Nee, ich wüsste sonst nicht, wo es weitergehen soll. Auf dem Stativ macht ja keinen Sinn, dass du auf dem Stativ springst. Nee. So. Ne, da, hier diese Rolle, aber ich weiß nicht, ob das bringt dich ja auch nicht weiter und höher kommen wir nicht. Nee. Na gut, dann, ja. Vielleicht kriegt man ja später Flügel von, keine Ahnung, Fliegen oder so. Dann kann man da hochfliegen oder, keine Ahnung. Vielleicht gab es bei dem Ding auch ein Problem bei den Stativen vielleicht, dass das schief steht. Ja. Keine Ahnung. Also eigentlich haben die ja alle funktioniert. Das Ding ist, wir haben tatsächlich alles, was hier als Mission in Häkchen vorgegeben ist, haben wir tatsächlich erledigt. Das heißt, wir können ja einfach mal in die entgegengesetzte Richtung von unserem Haus. Ja, Osten. Weiterlaufen. Okay. Und wie lange ist es eigentlich dunkel? Meine Fackel ist schon wieder fast aufgebraucht. Ja, stimmt, meine auch. Ist ätzend. Ich habe hier eine Field Station. Discover Mark. Ah, hier. Oh. Neue Field Station. Personal Logbuch habe ich gefunden. Cool. Wie kann ich das abspielen? Ich kann nichts analysieren. Schade. Ach, wir haben schon mehrere. I've thought about this in circles for days now, and I've come to a decision. It's time to restart Spacer development. Omnid may not believe in it, but I know its potential. Though I must figure out how to return shrunk objects to their original size. The first step will be to address the particle transcription errors. It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration. Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less. 4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. An auspicious beginning. Mhm. Ich finde es auch nett, man muss nicht die Kassette anhören, man kann auch einfach den Text lesen. Ja. So, mehr war ja nicht. Man kann die Schränke nicht durchsuchen. Nee. Analysieren können wir nichts, haben wir nichts. Ach, ich habe nichts dabei, was ich analysieren kann. Wir haben halt nichts Neues. Genau. Du musst es, glaube ich, auch dabei haben. Ich muss jetzt erstmal mein Fleisch loswerden hier. Sollen die Ameisen damit Spaß haben. So, und weiter. Just give me a second to let hier ist noch eine Dose, ne? Nice. Was hast du trinken drin? Ja, ich... Ah, ich kann was trinken. Gut, danke. Aber ist noch was für dich drin? Juhu! Ah, langsam wird's auch endlich wieder hell. Müssten eigentlich auf den Teich oder so eine Pfütze zulaufen, ne? Ja. Sumpfgebiet. Was gibt's denn im Wasser für Viecher?
Hier ist auf jeden Fall Clay. Oh, das ist gut. Weil Clay brauchen wir, um eine Basis zu bauen. Hier ist relativ viel Clay. Hier ist auch noch Clay. Ja, weißt du, wie ewig da ich draufhämmern muss? Ach verdammt, ich brauche ja ein Digging-Tool dafür. Ich habe ja kein Digging-Tool. Dann schaue ich mir jetzt die Distel an. Ja, schau mal die Distel an. Lass mal... Oh, das ist Distel ist wichtig, weil die brauchen wir, um sowas wie Pfeile zu machen. Ah, da gibt's die Nadeln. Dann besorg du mal die Nadeln, ich besorge Clay, solange meine Schaufel mitmacht. Und jetzt mache ich noch mein Licht aus. Das können wir dann auch... Oh, fuck, fuck, da ist eine Spinne. Spinne. Ab ins Gras. Ich hänge fest. Ah, sie kommt nicht hinterher. Schade. War das schöne Clay. Ja, die schönen Nadeln. Ah, sie kommt doch weiter. Kann man nicht links irgendwie weiter so dran vorbei? Ja, irgendwie umlaufen, ne? Das war jetzt auch mein Gedanke. Genau. Aber ich glaube, ich nutze die Gelegenheit und analysiere die Nadeln einmal schnell. Wie hast du die Nadel abgekriegt? Mit der Axt oder was? Ja. Die muss ich auch mal reparieren. Geht kaputt. Scheiße. Geht ja gar nicht kaputt hier. Was denn? Ich bin weg hier. Ach. Ich habe auch eine Ameise hinter mir. Oh fuck. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ah, Larve! Ah, nee, das ist was anderes. Ich versuche gerade ein bisschen in. Scheiße. Ja, ich. Oh, hier ist noch eine zweite Spinne. Komm nicht zu mir. Mach ich auch nicht. Ich komme nicht zu dir. Boah, die springen mich an. Ah ja, ich kann ja blocken mit der rechten Maustaste. Okay, die Spinnen gehen gerade weg. Vielleicht kannst du mir doch helfen, die Spinnen zerpieseln sich gerade. Ich bin im Kampf, ich fighte um mein Leben. Okay, dann nicht. Okay. Ich wollte gerade wohin, aber da ist ein Vieh und da guckt ein Arsch vom Käfer raus. Da gehe ich jetzt nicht hin. Jetzt hätte ich doch Zeit für dich. Ja, jetzt bin ich schon tot. Da hättest du mal einen Moment warten können. Aber musst du nicht nochmal eh dahin und dann deine Sachen ja, holen? Ja, ich bin da gerade unterwegs. Ist noch ein Meter ungefähr. Von dir? Ja, ich bin noch einen Meter entfernt. Oder jetzt nur noch 0,7 Meter. Ach ja, Meter, das ist ja ewig. Das ist ja voll weit. 50 Zentimeter. Ich bin auch da. Ach, hier ist auch das vergammelte Fleisch. Ach, da bist du. Hattest du noch die Distel abgeholzt? Ja, ich hatte 13, 14 Nägel. Ich habe noch eine andere Distel gefunden. Ich dachte eigentlich, das Ding kippt um, aber man kriegt da einfach nur irgendwie... Ach doch, du hast das Ding schon fast kaputt gemacht, oder? Kannst ja ewig gegenhauen. Ah, Spinne! Und du haust einfach ab und sagst nichts. Entschuldigung, ich wollte hier so einen Dandelion-Taft holen. Nee. Ich kann gleich nochmal analysieren. Geh zum Clay. Ach, siehst du, ich hätte mir noch eine Schaufel machen können. Aber dann gehe ich nochmal zur Distel. Ja, hier sind überall Disteln. Oder ist Clay? Ja. Halt mir mal den Rücken frei und sag mir, wo eine Spinne ist. Okay.
schnell die ganzen Clay einsammeln. Okay, können weiter. Aber Distel? Dann schütze ich dich kurz oder ich gucke. Spinne, weg, 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 weg! Oh. Ja, super. Vielleicht kann ich sie weglocken. Autsch. Oder auch nicht. Fick dich. Better than starving, I think. So, ich hoffe, es klappt. So, also ich bin jetzt gerade nicht mehr in meiner Nähe. Und dann hauen wir hier ab von den scheiß Distelbaum. Ja, die Spinne macht sich auch wieder auf den Weg hier. Also ich sehe die da schon wieder. Abhauen. Ja, auf die andere Seite, genau. Fuck, irgendwas hat mich gefunden. Ja, mich auch. Das ist eine kleine Larve oder was das für Viecher waren. Nee, Milben. Milben, ja. Wir brauchen mehr Sachen für Heilung und Bögen. Oh ja, vor allem. Das heißt, wir brauchen Fliegen. Ja, aber auch die Milben sind erstmal gut. Ja. So. Wir müssen nur darauf achten, dass die Spinne uns nicht erwischt. Die folgt uns. Ja, die uns kommt nämlich schon wieder. Die ist eine Scheißspinne. Lass mal weiterlaufen. Ach, willst du nach Hause? Weiß nicht, wir können auch woanders hin. Ja, ich wollte jetzt da weiterlaufen und ich. Okay, dann folge ich dir. Davon ist wieder eine Milbe. Hier. Ah, die Spinne kommt ins Gras, komm. Weiter, 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 weiter. Ich würde eigentlich mal nach oben gucken, ob irgendwo was Wassermäßiges ist zum Trinken. Hm. Ganz schlechte Nachricht, links sind Spinnen. Hier ist ein Hügel, lass mal hier drauf. Da ist rechts ist Clay, den hole ich mir jetzt aber nicht. Ich gehe jetzt auf diesen Hügel. Vielleicht sieht man von hier oben was Cooles. Na, da links war irgendwie so eine Pumpe oder so. Pumpe? Ja. Das ist doch schon mal was Cooles. Dann gehen wir mal hin. Ja, das oder ist hier so ein Wasserspringer. Springer. Der Springer Verlag. Okay. Oh, ich brauche danke. Clay! Ich halt Wache. Spinne, abhauen. Kommt man hier auf den Stein? Oh ja, man kommt hier hoch. Wollte ich den Clay nicht fertig abarbeiten. Die kommt wirklich auf uns zu. Interessiert sie sich für uns? Oder? Hier sind noch Ameisen links, zwei Stück kleine. Zaut sie wieder ab. Dann kann ich ja gleich zu meinem Clay. Nein, es hat mich gesehen, verdammt. Da links Spinne, Ameisen. Ach. Da ist so eine dumme Fliege. Oh! Oh Gott. Ich hau jetzt. Wollte ich auch gerade sagen. Mein Speer ran. Otte. Die verarschen? Du hast einen Speer gegengeworfen, das Ding flieht? Ja. Und wir rennen die ganze Zeit weg? Willst du mich verarschen? Da oben ist aber auf jeden Fall dieses, ja. Fliegenhäuschen. Da kriegen wir bestimmt Fliegen her. Oder willst du erst nochmal deinen Clay weiter abbauen? Ja, halt nochmal Wache. Ja, ich bleib hier oben. Und halte nach Spinnenausschau. Und sag dann auch, in welche Richtung ich laufen soll. Also zu dir oder von dir weg? Ja, die Spinne nähert sich langsam wieder. Sie geht auf diese, den Sprenger zu. Komm mal ruhig zu mir wieder. Komm zu mir. Komm. Weiß auch gar nicht, wie viel Clay ich mitnehmen kann. Zurzeit habe ich 23, ich will mehr.
schade. Er hält ein bisschen mehr aus. Ganze Menge aus. Das Problem ist, das Ding frisst auch die Speere weg, ne? Mhm. Aber ich würde sagen, wir hauen einmal dagegen und zischen dann ab und oben auf den, Wie viele Speere hast du noch? 3. Dann mache ich noch einen Wurf. Oh, hier lang. Ich hoffe, ich habe die schlechten Speere genommen. Scheiße. Sackgasse? Ja. Hier links gibt's den Stein. Und vom Stein kommt man auf den Stein. Ach, hast du kaputt gekriegt? Ich aber, Spinne. Ah. Spinne, hu, hier. Ich habe auf jeden Fall Spinnenfäden bekommen. Daraus kann man bestimmt, die braucht man für die Bögen, ne? Keine Ahnung, aber ich hab's erstmal. Hier, nimm den Marienkäfer, nimm den Marienkäfer. Ja, tötet euch beide gegenseitig. Hier ist ganz viel Clay. Ah, da sind noch ganz andere Arschkäfer. Die pupsen, die mag ich nicht. Und hier sind noch Pusteblumen oder sowas, ne? Aber von hier sieht's richtig cool aus. Hier sieht man auch mal das Haus. Die Rosen. Mathilde umzingelt vom Marienkäfer und Spinne. Spinne rennt gerade weg. Da kann ich einen Speer zurückholen. Fallen die Speere ab? Den hat sie jetzt tatsächlich wieder fallen lassen. Dann werden die anderen wahrscheinlich auch abfallen. Wollte da irgendwo rumliegen, aber egal. Hast du es verjagt? Ja. Dann komm hierher. Aber von hier kannst du auf die... Ich finde die Aussicht toll. Hier sind auch andere Kackspinnen. Ich komm nicht hoch. Bist drauf? Scheiße, es kommt hoch! Das kommt immer noch weiter. Gib mein Speer! Geh weg! Ich hab nur noch kaputte. Ich hab nur noch einen Speer, Mano. Scheiße. Wir können ja hinten runter. Also einen runter und dann nach links auf die Steine. Ja, ich wollte mich beeilen, weil die Spinne. Und weiter. Ich brauche neue Speere. Und dann geht's ja wieder Richtung Baum. Sie kommt, ja. Alter, die kommt immer noch hinterher. Du, ich habe keine Waffe mehr. Meine Speere sind kaputt. Ich weiß nicht, ob man reparieren kann. Ich hab noch einen Speer. Ich habe 2 kaputte. Kann ich auch wegwerfen. Oh, guck mal. Da hängt Spinnen. Im eigenen Spinnennetz. Ein Haufen. Nektar. Ey, siehst du das? Ah, nein, ihr kommt durch! Ich würde da nicht so lange rumlaufen. Ich fühle mich ohne Speer ganz schön nackig. Ja. Steine und Springen und... Ich wollte ja eigentlich zu diesem Insektenhäuschen, weil da Fliegen waren. Ja, waren lass ja mich... Ameisen. Wenn ich jetzt noch Steine finde, dann kann ich mir noch schnell welche bauen. Auch Pebbles. Ja, warte, hier sind doch Pebblestones. Hast du? Ah. Dann ist mein Pebble. Oh, und Spinne, Spinne! Lauf geradeaus weiter, genau da hoch und darüber und weg hier. Und hier darüber, genau. Und ich bin runtergefallen, ist egal.
Boah. Die halten, lassen auch nicht locker, diese Kackviecher, ne? Ich sehe da hinten noch die Beinchen, Arschloch. Hätte er nicht mal warten können, bis die Dinger kaputt sind? Echt, ey. So, da gehe ich jetzt aber hoch. Ja. Konntest du Steine sammeln? Nee, ne? Nein, ich habe den gerade kaputt gehauen, dann kam die da kann die scheiß Spinne an. Entschuldigung, ich habe vergessen, hier jetzt gerade drauf zu drücken. Oh, ich werde sogar von der Fliege angegriffen. Na, warte ab, ich mache mir gleich 3, 4... Spinne! Oh, diese verfickte Hurenkacke-Pisse! Bin tot. Soll ich versuchen, zu dir zu kommen oder es lieber gleich sein lassen? Du hast doch einen Speer. Kannst das Ding nur abwerfen. Dann rennt es weg und dann kannst du mich hochheben. Bevor es mich frisst. Versuch es. 19 Sekunden hast du noch Zeit. Zu dir kommen. Ja. I can't catch my breath. 10. Hau ab! Die haut nicht ab! Scheiße! Vielleicht hätte man. Vielleicht haut sie ihm ab, wenn sie sich nicht angreifen kann. Na gut. Sterbe ich nicht alleine. Ey, wir sind zusammen gestorben. Wo liegt denn mein Zeug? Wo liegt mein Zeug? Da. Ach ja. Steppe genau auf die Fieberkone. Ich wollte da hochklettern und Fliegen töten. Das können wir immer gleich noch machen. Wenn wir unsere Rucksäcke haben. That's not so bad. Apropos, ich bin schon dran vorbei. Bin ich hier wirklich gestorben? Ah, scheiße, hier bin ich falsch. Da ist direkt übrigens bei dir eine Spinne, kommt auf dich zu. Von hinten? Ja, irgendwie in deine Nähe. Ja, die du angelockt hast. Da bei dir rum. Ja, ich musste meine Sachen holen. Safer. Oh. Du dummer Flieger. Ich muss mir erstmal hier Speere basteln. Hier bleiben die Schnauze voll von den Viechern hier. Drecksungeziefer. Mist, ich kann nur 2 bauen. Gar keinen Speer bauen. Ach, wo ist die Fliege? Arschkrampe. Komm her und kämpf wie eine Fliege, du Mensch. Komm her! Töte sie, Heinrich! Yeah! Schnell, fangen sie dir! Sie kullert runter! Ja, zur Spinne. Toll. Die kullert aber echt weit. Ach, sie sind 2 Spinnen. Rechts ist eine und links ganz eine. Und in der Mitte ist halt die Fliege runtergefallen. Geil. Richtig. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Ich sehe hier auch leider keine weiteren Fliegen mehr. Schitte. Müsste es hier nicht einfach mal einen Hunderhaufen geben oder so?
Echt, ey. Ah, da ist eine Spinne, schade. Da habe ich. Ich sehe von hier oben ein Zelt, aber da ist ja auch eine Spinne. Ja, ich sehe es auch. Ach, noch mehr Spinnen. Ich glaube, es gibt ja in dem Spiel eindeutig zu wenig Spinnen. Zu. Ah, die Kameras, ne? Mhm. Man sieht, die eine ist aktiv, die hat Energie. Mhm. Und die linke zum Beispiel, da sehe ich. Ach, ich sehe auch gar nichts blinken. Ah, der Kasten ist auch rot oder nicht aktiv. Da ist kein grüner, keine grüne LED an. Den müssen wir schon irgendwie aktivieren. Wahrscheinlich. Das heißt, die nördliche Kamera läuft, aber die südlichen, also die anderen nicht. Zumindest die hinterste kann ich nicht einsehen von hier. Oh, ich habe Flattern gehört. Das Flattern war doch von der Fliege, oder? Hoffentlich. Das war doch ein Fliegenflattern. Ja, ich das auch. Ja, ich sehe da... Ach nee, das sind die Rüsselkäfer. Ja. Welche? Wenn ihr wisst, wenn ihr das Spiel auch spielt und ihr wisst, wo ganz viele Fliegen sind, schreibt's in die Kommentare. I have limits. Was hast du? Du hast Limits? Ja, ich habe gerade Ahorn-Dinger gegessen. Hm, ich glaube, da muss ich auch mal wieder eins snacken von. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Jetzt ist da ein Marienkäferchen. Ja, nee, komm mal vorbei. Ja. Versuchen wir es mal. Marienkäfer badet. Zum Glück. Noch eine Kassette. Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division. Log 87.12.18. Ich hab was zum Analysieren. Ich auch. Now, but the covalent space reducer prototype is complete. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the space. Jetzt kannst du. I should get some rest, but the kids are already asleep. Trudy's nee, given up and nicht. Gone to bed, and I'm doch, eager jetzt. To find out if all jetzt. These months of work were worth it. Everything should be sound, but you never know until you flip the switch. Well, here goes nothing. Weil aus der Spinnfaser kann ich einen Basketballkorb machen. Scheiße. Ich habe die Spinne ein bisschen angekratzt und sie rennt, also sie kommt wieder. Supplemental log complete failure. Oh, why do I even try? I'll clean this mess up. Bei mir ist der Tisch im Weg hier. Ah! Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Aber man kann sie nicht verwunden von hier, ne? Oh. Ach, das ist eine andere Spinne. Es sind zwei. Es sind drei. Ihr Arschlöcher! Ich hab doch keine Waffe! Und hier ist ein Tisch im Weg! Okay, jetzt waren sie ganz weit weg. Du hast sie eigentlich ganz gut verschreckt. Mach das normal, lauf vor! Ich trau mich nicht raus! Hat er mich hier gesehen, scheiße. Uff! Die schießt! Die Spucken! Aha! Not good. Please help. Warte. Dann komm gleich zurück. I was sure that was the end. Oh, danke. Fuck. Ich renne gleich raus. Oder du machst es. Okay, ich renne nach rechts und dann ab nach Hause. Nach rechts? Nicht ja. Nach links? Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Rechts ist eine Spinne. Scheiße. Attacke! Bisher geht mein Plan auf. Oh, scheiße. Scheiße!
War es erwischt? Ja. Jetzt hast du auch so viel Spinde in der Ecke gemacht. Bist im Freien, ne? Ja, ich bin direkt neben dem verfickten Zelt. Diese scheiß Spinnen belagern mich. Gerade aufs Übelste. Hier sind zwei Spinnen direkt bei. Ja, die haben mich gesehen. Scheiße. Ich hasse es nicht mehr zu mir. Ich habe nur noch 4 Sekunden. Okay, sorry. Ist ja nichts dafür, dass diese verfickten Spinnen hier... Dann hau ich ab. Aua. Oh. Die schläft. Ameisenprotokoll, Ameisen. Wir haben auch meinen Helm mittlerweile kaputt gemacht. Meine Ahornsachen sind auch fast nur Eimer. Scheiße, ganz viele Ameisen in bei unserem Haus. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, 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 fuck. Hi. Wie geht's euch? Alles gut? Ich mach mal Licht an. Hi. Fuck. Und sonst alles gut? Ihr seid große Ameisen, kann das sein? Ihr habt richtige Hauer. Ich gehe mal in den Nebenraum, dann sehe ich euch nicht. Hier ist besser. Ich würde mir jetzt was zu essen machen. Fühlt euch da nicht so, ne? Ist nicht so schlimm, okay? So, ich glaube, ich bin jetzt auf einem sicheren Heimweg. Ja, denkt daran, auf der einen Seite, wo unsere Zelte sind, sind zwei große Ameisen. Okay. Das heißt, schnell reinkommen und Tür zu. Wo sind jetzt weg? Ja. Kommst genau. Ja, aber hier ist es nicht mehr so dramatisch, wenn ich sterbe, weil hier bin ich einmal um die Ecke. Ah, Anna ist wieder da. Das sind mehr als 2 Ameisen. Ja, die gucken. Hi. Ich habe ja auch Licht angemacht, also. Die wissen ja auch, dass ich da bin. Pounder. Da. Hallo. Oh ja, die haben ordentliche Mandibeln. Solange die hier nichts kaputt hauen. Ja, das denke ich mir auch. Ich finde es wirklich schade, dass man nichts reparieren kann. Hm. Das ist was Größeres. Ey! Die attackieren die Basis. Ja, da ist eine Spinne hinten dran. Wir haben eine Spinne getötet. Wir haben eine Spinne getötet, die Ameisen? Ja. Ei. Ich weiß aber nicht, was sie mit der Spinne machen. Ich sehe es nicht. Sie ist direkt unter den Klee. Geht da bestimmt okay. Nicht raus. Siehst du sie, Ameise? Nicht so wirklich. Light. Da, Ameise, da ist die Spinne.
Die hat bestimmt ich überlege, Teile. Ob ich über die Dinger hier rüberspringen kann. Die kleinen Ameisen machen mir keine Angst, aber die großen. Alter, mach hier meine Grashalme nicht kaputt. Hallo, verpiss dich. Verpisst euch. Oh oh. Oh, Scheiße. Sagen, du bist auf so einem kleinen scheiß Klebeblatt. Das geht ja super easy im Arsch. Ist sie noch bei mir? Ich sehe den. Ja, oh, ja, zwei Stück. Ich habe leider nichts, um die zu bekämpfen. Ah! Ich laufe hinterher. Ach so, ich wollte reinlaufen. Minosch, oh, Soldatenspinne. Soldatenspinne. Oh, Scheiße! Nicht so laut. Ich bin schon fast tot. Ja, ich bin tot. Alter, die machen die Basis im Arsch. Alter, was kommt denn da alles? Laufen die Spinnen extrem so lange hinterher? Keine Ahnung. Oh, Minusch! Someone help me! Helf mir nicht, helf dir selbst. Aber die haben es gerade gegen die Basis abgesehen. Die sind irgendwie aggressiv. Vorher waren sie nicht aggressiv, haben nicht gegengehauen. Und jetzt, ja. Bastel mir jetzt ganz viele Speere einfach. Das Problem ist, wenn ich jetzt das spawne, bin ich gleich tot. Ich spawne da am Zelt, ne? Mhm. Wenn die noch stehen. Ich gucke mal, was passiert. Ah ne, ich spawne in der Höhle. Ja, das ist praktisch. Wahrscheinlich, weil das Zelt gerade belagert wird oder so. Ja, das kann sein. Vielleicht sollte man doch innen drin ein Zelt bauen. Mhm. Ah, Plant Fiber brauche ich noch ein paar. Ich mach mir mal Licht an. Ich glaube, als nächstes brauchen wir so ein Ameisen, also Ameisenschwert oder so. Was hast du denn gemacht? Ich habe die eine Soldatenameise, die bei uns war. Ich loote gerade hier die Viecher, die gestorben sind, als sie sich gekloppt haben. Sind sie weg? Oh nein, hier kraucht immer noch eine rum. Aber hier sind einige Soldatenameisen gestorben, die ich gerade ganz schamlos ausbeute. Also der Clay ist jetzt sowas von wichtig geworden. Ja. Good thing I'm hungry. Hallo. Oh, hi. Hab gerade ein bisschen was gegessen. Ja, ich sehe, hier ist was. Ein Trinket. Oh, da ist eine Spinne. Sie hat mich gesehen. Oh nein. Also, sie hat noch keine roten Augen. Vielleicht hat sie mich doch nicht gesehen. Ja, die verfolgt mich hier schon fast. Ach du Kacke. Oh.
Oh, also sie sind nicht durchgekommen. Aber wie kann ich verdammt diese... Oh, die Spinne ist vor der Tür. Oh. Was macht die aggressiv? Das Licht oder was? Ich hab keine Ahnung. Alter, hat mich durch die Wand gekillt. Oh. Ich wollte gerade das Licht ausmachen. Weil wir haben ja nichts auf dem Ofen. Also kannst du eigentlich nur noch, Peter, hang in there. You're gonna be okay. I'm alive. Oh my god, I'm alive. Diese scheiß Lampe aus. Ach, da ist immer noch eine. Lass uns hier abhauen. Oh, das gibt's nicht. Ein Schlag. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Was ist das für eine Spinne? One tiny finger back in the game. Lauf! Die Tür zugemacht. Weiß gerade nicht, wo ich hinlaufe, ne? Also. Aber ich laufe hinterher. Jetzt irgendwo hochrennen. Ich höre immer noch was krabbeln. Hier ist ein Baum. So. Alter, fick dich! Aua. Hat sie dich getroffen? Ja, ich bin vergiftet irgendwie. Problem ist, ich habe jetzt kaum was zu essen. Oder nichts. Es ist vergammelt. Scheiße. Das habe ich. Okay, wir müssen unbedingt richtige Dings bauen. Stärkere Waffen. Vor allem brauchen wir erstmal ein richtiges Fundament. Ja. Jupp, ich würde auch sagen, wir machen hier einen Break. Ja, guck mal, ob du eventuell abspeichern kannst, dass wir hier starten. Jo, gesaved. Okay. Ich würde sagen, wir werden dann nächstes Mal unsere Basis bearbeiten. Auf jeden Fall. Also wir brauchen definitiv Clay, damit wir wirklich eine vernünftige Basis haben. Ich würde sogar so sagen, dass wir quasi erstmal Clay bauen, dann die ganz normalen Scheißwände. Und dann haben wir diese Holzstrukturen. Vielleicht können wir da... irgendwie noch eine Etage drüber kommen, dass wenn sie unten sind, dass wir noch vielleicht eine Etage hoch können und von dort vielleicht abhauen oder so, weil wir waren ja gerade umzingelt. Egal, wir überlegen uns was, wenn es euch gefallen hat und es war ja pure Action und Verfolgung, also zum Glück habe ich keine Angst vor Spinnen, also nicht so dermaßen. Was ich aber zugeben muss... Zum Glück habe ich keine Arachnophobie. Ab und zu, wenn ich so diese Krabbelgeräusche höre, dann kriege ich so... Nackenhaare. Aber mehr nicht. Mehr nicht. Gut, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Link oder einen Link. Einen Link. Ein Like. Ja, ich bin fertig. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.